Der Standard eignet sich aus verschiedenen Gründen für die Einführung von Industrie 4.0 oder hat dies auch schon umgesetzt? Wir haben hier eine sehr lange Historie bei der Erfassung von Daten. Darüber hinaus fertigen wir hier am Standort die Anlagen, die dann später unsere Produkte fertigen. Wie schnell man gerade mit IT durch Programmierkenntnisse Neues schaffen kann, also was dort möglich ist, das finde ich immer wieder beeindruckend. Ja. Im Mittelpunkt des Ganzen steht der Mensch. Es geht nicht darum, den Mitarbeiter aus der Halle zu verbannen, wie das mal vor wenigen Jahrzehnten schon der Gedanke war, sondern wir kreieren die Fertigung um den Mitarbeiter herum und unterstützen ihn aktiv. Wir haben zum einen neue Technologien, die Einzug halten. Also ein Tablet in der Fertigung ist Selbstverständlichkeit in Zukunft. Der Umgang damit für viele Mitarbeiter nicht, gerade aus älteren Generationen. Hier sind wir als Arbeitgeber gefordert, die Mitarbeiter so weit zu unterstützen und zu fördern, dass sie mit dieser Technologie umgehen können. Das Motto von Stadt, Land, Netz passt einfach genau auf diesen Ansatz. Und mit so einer Bewerbung geht dann auch nochmal eine Evaluierung des eigenen Konzeptes einher. Also für uns war das auch einfach eine Weiterentwicklung. Also ich denke, es ist wichtig, wenn man eine Idee hat, dass man daran glaubt. Dass man immer in der Lage ist, auch einen Schritt zurückzugehen, sie kritisch zu hinterfragen und sich auch mal extern Feedback zu holen, was andere davon halten. Aber im Grunde muss man einfach auch dran glauben und es dann durchsetzen und durchziehen.